Suche Dinge, damit ich dieses Spiel endlich fertig krieg. Aha. Aha. Okay. Hä? Verwirrt. Ach so, hier ist sonst nichts, okay. Diese Musik. Was ist, sie sucht den Sinn des Seins? Immer. So, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Jetzt bin ich aber verwirrt, weil ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun können. Wir haben... Uns fehlt ein Schlüssel. Wir haben irgendein Metallstück gekriegt. Ich bin verwirrt. Also das mit dem Brunnen ist erledigt, ja? Ich streiche das mal durch. Ich weiß nur immer noch nicht, warum da immer noch ein Fragezeichen ist. Das Spiel macht mich fertig. Verwirrt die zweite. Mutierst im Haus, Fräuchen. Oh Gott, Amy. Ja. Uns fehlt ein Schlüssel. Uns fehlt irgendwas, um diese rostige Tür zu öffnen. Uns. Wir haben ein Kräuterrätsel. I don't know. OP chill. Geht vielleicht das. Ich habe keine Ahnung. Oh Leute, ich hole mir morgen Chinesisch. Einfach nur, weil ich morgen einen faulen Abend, nach dem Training natürlich, einen faulen Abend auf der Couch mache mit Final Fantasy. Was? What the hell labert der? I don't know. Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt tun kann, Leute. Ich stehe auf dem Schlauch. Wir haben nur noch das Kräuterrätsel eigentlich, was wir machen könnten. Wir müssen irgendwas im Ofen verbrennen. Aber was? Ich bin am Verzweifeln. Ich habe Angst, dass der Mann stirbt. Kommt her, wir hauen den Projektor an. Oh ja, alle zu Amy. Wenn du den Flug bezahlst. Ich will gar nicht wissen, wie teuer der Flug darunter ist. Japan ist ja schon scheiße teuer. Hallo, ich kann auch Final Fantasy mit Wein trinken. Also spielen mit gleichzeitigem Wein trinken, so. Ich und Deutsch. Halt. Hier entlang. Mein Spiel ruckelt. Das ist schon cool. Ich geh mal zu dem Ofen und schaue mal, ob ich davon irgendwas von dem Kram, den das ich habe, brennen kann. Weil den Sinn sehe ich zwar jetzt nicht so wirklich, aber hey. Probieren geht über Studieren, oder wie heißt es?
So. Okay. 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 Au. Aber was kann ich hier mit diesem Metallstück machen? Ein rostiges Stück eines alten... Es scheint ein Stück von etwas Größerem zu sein. Ja, aber... Was? Rede mit mir! Was ist hier auf großer... Na, nicht mich auf großer Leinwand, bitte nicht. Lass das. Mir reicht es schon immer, wenn der Markus schreibt, dass er im Wohnzimmer mich auf dem großen Fernseher hat. Das ist schon... Nee. Und dann noch in 4K. Hör auf! Leute, ich brauche Hilfe, glaube ich. Ich, bin verwirrt. LOL, jetzt habe ich eine Karte von der... Ja, uns bleibt eigentlich echt nur das Rätsel da hinten. Aber ich habe keine Ahnung. Benny, du kennst das Spiel doch. Habe ich unten in den Katakomben irgendwas übersehen? Oder übersehe ich jetzt allgemein irgendwas? Wenn die Quelle stimmt. Nee, das könnt ihr gar nicht in 4K gucken. Dafür müsste ich in 4K streamen. Ah, das tue ich nicht. Ja, yeah, nicht Kopfschütteln, Benny. Schon reden. Kommuniziere mit mir. Please. Warte mal. Ich, Spiel, hör auf zu ruckeln. Ja, das wäre ein bisschen zu heftig, weil das Problem ist, man kann das, nicht jeder kann das ja umstellen. Wohin denn, Benny? Gib mir einen Tipp, bitte. Weil ich habe jetzt hier keine Lust, wieder alles abzusuchen. Ich war jetzt eigentlich überall. Und mir fällt jetzt nur ein, dass ich dieses komische Kräuterrätsel machen könnte. Wo ich aber keine Ahnung habe, was ich da überhaupt tun soll. Was? Ja, mein Massagesessel, das sieht so aus, als ob du damit abheben. Amy, ich will es gar nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen. Er hat gerade einen Hund gebellt. Im Chillkeller verfrachtet. Ich denke doch immer nur das Beste. Komm, das verbrennen. Dann das. No. Dann das.
Das könnte aber weiterhelfen. Das Kräutergedöns. Wenn ich wüsste, was ich hier überhaupt tun soll. Okay, da stehen halt die einzelnen Rezepte, ne? Und da ist, glaube ich, dann erklärt, was was ist. Ja. Auch wenn man es echt beschissen lesen kann, aber das ist dann da erklärt, was was ist. Und das hier sind die Rezepte. Aber wurde denn irgendwo mal erzählt, was wir davon herstellen müssen? Das war nicht Teil des Rezepts. Es ist mir schon klar. Ich sollte vielleicht auch wissen, was ich für ein Rezept nutzen soll. Das haben wir ja eben gelesen. Vier Schlüssel in vier Schlössern, unsere Schranke zwischen Leben und Tod, vier Brüder und vier Bande, sich dem gleichen Schicksal entgegenstellend. Besteht auf sich selbst, der Abt vertraut einer Figur. Ich im Abgrund. Der Prior besteht auf sich selbst. Ist das das? Okay. Das verstehe ich jetzt. Gut. Der Prior besteht auf sich selbst. Das ist dann der Schlüssel, den wir aus dem Körper geholt haben. Der Abt vertraut einer Figur. Das heißt, da muss irgendwo der Schlüssel in irgendeiner Figur sein. Uff. Aber welcher? Und ich im Abgrund. Ist jetzt Abgrund... Ist jetzt Abgrund, ist jetzt Abgrund Friedhof, also dass es eine Leiche ist, oder ist das jetzt das Katakomben? Wo die Luft... Ah ne, wo die Luft dünner ist, ist das bestimmt Friedhof. Wegen Sarg. Anders? Irgendwo stand das. Aber wo? Ja, Abgrund könnte wirklich Katakomben sein. Luftdünner könnte vielleicht wirklich ein Sarg sein. Und der Abt vertraut einer Figur. Der Sinn dieses Kapitels ist ja, dass wir diese vier Schlüssel finden. Warte mal, hier ist doch Victorino. Dass er seinen Schlüssel im Weihrauchfass versteckt hat.
Wo ist denn das Weihrauchfass? Warte mal, Victorino, dass er seinen Schlüssel im Weihrauchfass versteckt hat. Okay. Die Figuren sagen. Warte mal. Du meinst, dass der Abt, dass der Abt das im Sarg versteckt hat, Victorino dann im Weihrauchfass und der andere in den Katakomben? Einer verzerrten Stimme über den Friedhof hinweg hören. Das heißt, es muss irgendwo beim Friedhof sein, definitiv. Okay. Das könnte sein, dass das hinten in dem Raum ist. Ich verzweifle gerade. I hate it. Weihrauch herstellen? Ich glaube, ich kann eh nicht davon alles herstellen. Kann das sein? Warte mal. Ich kann das überhaupt nicht lesen, gell? Diese komische Schrift macht mich wahnsinnig. Warte mal, das obere kann ich schon mal gar nicht herstellen. Ich könnte das zweite herstellen. Okay, ein paar kann ich doch herstellen. Ich dachte jetzt, es bleibt nur noch eins übrig, was ich eh herstellen könnte. Was wäre eine Idee? Ich habe jetzt zu viel auf einmal geredet. Au. Warte mal, Weihrauch müsste ja eigentlich hier sein, oder? So rein theoretisch. Auch immer in der Kirche, oder? Oder in der Kapelle halt. Also. Neues Kloster, Getreidespeicher. Beto. Kloster. Ist Weihrauch normalerweise dann immer hier? Habe ich ja irgendwas übersehen? Absaal. Die Musik macht mich wahnsinnig. Thank you.
was im Fass sein kann. Welches Fass? Wo? Also ich gehe jetzt davon aus, dass das in der Kirche ist, weil... von der Logik her. Problem ist, es war schon lange kein Monster mehr da. Das ist nicht gut. Ja, ich komme mal gerade. Hallo. Ich hab vergessen, es waren die, die die Tür aufmachen wollen. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt diese komische Dunkelheit. Ich wahnsinnig! So, was wollte ich? Ich wollte in die Kirche. Spiel, ich muss da durch. Wir spielen jetzt schon wieder 1,5 Stunden. Ich habe das Gefühl, ich bin noch überhaupt nicht weitergekommen. Gut, eigentlich schon. Wir waren beim Friedhof und beim Brunnen. Wie ich mir einfach keinen Weg merken kann, ey. So. Gehen jetzt nochmal hier rein. Ist hier irgendwo was Sinnvolles, was mir hilft? Von der Logik her müsste das hier irgendwo sein. Ich meine, ich habe hier mir alles angeguckt und er wollte nirgendwo was tun. Alter, diese Kameraführung macht mich wahnsinnig. Den Weihrauch nicht normalerweise immer hier irgendwo am Eingang. Theoretisch. Und hier kommt man rein. Oder? Gehe ich schon mal gar nicht. Ich bin einfach nur mega verwirrt. Okay, der Typ ist schon mal weg. Das ist gut. Aber Probe ist. Ist nichts.
Ja. Okay, hier ist das Weihrauchfass. Und wie kriege ich das jetzt hier runter? Jung. Okay, ich bin verwirrt. Würdest du das bitte einfach runterlassen? Abschießen? Oben? Haben wir sowas oder eine Waffe oder so? Aber der macht nichts damit. Ich bin... Hä? Ich muss doch... Das ist bestimmt das Weihrauchfass, wo der Schlüssel drin ist, oder? Hasse dieses Spiel. Mann! Aber wie bekomme ich das runter? Was mit der Statue? Nein. Es ist schön, dass er sich das Weihrauchfass anschaut, aber... Hallo Quinn, wie geht's dir? Guten Morgen. Das ist irritierend, Amy. Also das Stockwerk über uns ist auch nix. Dankeschön, Alex, für das Geschenk des Zappen. Quinn. Mir geht's noch gut. Ich hasse das Spiel gerade nur. Ich war jetzt schon am Überlegen, ob ich vielleicht von oben das runterwerfen, also das fallen lassen muss. Aber hier oben ist nix. Bock mehr. Bin ich kurz davor, wieder zu googeln. Ich habe aber keine Lust zu googeln. Ich will das selber hinkriegen. Mann. Hier ist kein Hebel. Hier ist nur das Ding. Weil logischerweise müsste er eigentlich das einfach nur das Ding drehen, dann kommt doch das Ding runter. Ich verstehe nicht, warum der das nicht macht.